Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft SMP RT Version 2. Mit dabei der ausgetretene und wieder dazugestoßene Street Digger. Ja, einen wunderschönen guten Hallo. Ja, Crazy, leider heute mal wieder nicht dabei. Er hat mal ein paar Probleme mit dem Internet. Könnte aber noch sein, dass er danach stößt. Oh, ich muss erstmal meine Sounds einstellen. Der Regen ist schon wieder sehr laut. Ah, okay. So, schon besser. So. Ich will jetzt mal gerade was zeigen. Wir haben gerade den 2. April und am 1. April gab es einen kleinen April-Scherz von Gregorius T. Klein ist gut, ja. Ich reg mich immer noch auf. Das war gestern den ganzen Tag und ist heute immer noch. Ach du Schande, was ist das denn? Bronze Plated Bricks, okay. Bei uns war gerade ein Creeper im Keller, aber keine Ahnung, wo der herkam. Alter! Hm? Ich hab gedacht, der hat es nur auf die Items gemacht. Nee, auf alles. Der hat's auf alles gemacht. Oh Mann, ey. Weißt du, ich kam hier gestern drauf, konnte noch ein paar Erze verarbeiten und dann auf einmal, der will uns doch verarschen. Ey, sei froh, dass du nicht die ganzen Wände noch gemacht hast, damit ich die ganze Boah, Zeit... Boah, hör bloß auf! Blöde Fratze hier angrinsen. Oh Mann, ey. Was für ein Typ, echt. Mhm. Aber was er in Ruhe gelassen? Ah nee, ist er auch nicht. Gregtech. Ich wollte gerade sagen, Bedbox und hier... Geothermalgenerator sind ja noch normal. Ja gut, hier Plate Bending, ne? Mhm. Weißt du, was auch noch lustig ist? Hier drüben der Klotz. Welcher Klotz denn? Ach du schon. Mhm. Unser Red-Granit-Vorrat. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Ich bin ja froh, dass die jetzt nicht noch irgendwelche Geräusche machen, ne? Das wäre ja noch schöner. Boah, hör mir bloß auf. Ich stell dir vor, die würden alle voller LOL sagen. Ja. Trollolololololololol. Ich würde den Sound komplett ausmachen. Aber nicht mich muten, bitte. Nee. Ja. Aha. Ja, wir haben eine kleine Milchproduktion. Ganz, ach, sehr schön. Ganz human gelöst. Ja, human. Vor allen Dingen, weil es eine Kuh ist, ne? Aber ja, human für uns. Ja, passt ja. Ja. Ich meine, Milch haben wir, wie gesagt, genug. Ja. So, du wolltest heute was genau machen? Ja, genau. Ich wollte heute ein bisschen weiter mit Gregtech machen. Ja, ich weiß schon wieder, Gregtech. In der nächsten Aufnahme kommt auch was anderes, versprochen. Nee, aber das ist für mich auch ganz interessant, weil so Gregtech fest bin ich eigentlich gar nicht. Ah, okay. Ja. Aber die Steam-Geschichte habt ihr ja gemacht, ne? Bitte? Die ganze Geschichte mit den Bronzemaschinen, also... Nein, also der Sigurin hat es damals gemacht. Hatten wir eigentlich nur gebraucht, um irgendwie Rubberbars herzustellen. Ja, ich kann dir das mal gerade zeigen. Und zwar, mit Gregtech fängst du ja am Anfang wirklich so an, dass du dir so einen Coalboiler machst. Zwar nicht direkt den High Pressure, sondern den Small Coalboiler am Anfang. Ja, den kenne ich, genau, ja. Ja. Also Dampf, Kohle rein und genau. Hast du Energie. Genau. Ja, der braucht halt nur noch Wasser und irgendeinen Treibstoff, wie gesagt. Mhm. Ja, Wasser dann. Achso, ja. Kohle. Kohle und Wasser. Mhm. Ja. Treibstoff, Kohle. Mhm. Was man halt wirklich dann... machen sollte, ist auf den Squeezing-Extractor gehen, weil Gummi kann man halt, das rohe Gummi, also das von den Rubber Trees direkt, kann man nicht mehr backen. Also so kriegt man kein Gummi. Das muss man erst in den Squeezing-Extractor stecken, damit du daraus diesen Rubber Pulp bekommst, den du dann erst so Rubber backen kannst. Da kann ich aber auch die Rubber Planks reinstecken, ja? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ist schon. Oh, okay. Rubber Wood kann man da auch reinklatschen. Ah, siehst du hier, Rezepte, genau. Mhm. So, genau, hier Rubberboot und dann, genau, hast du nicht gesehen. Ja. Und was auch noch eine gute Sache ist, weil die Electronic Circuits verbrauchen da jetzt Red Alloy Ingots, also die Plates davon. Genau. Dann, daher sollte man sich auch nochmal hier diesen, den Steam Smelter machen. Da kann man halt Redstone und, was war das noch? Hm. Ah ja, Redstone und eine Eisenbahn kann man darin schmelzen zu einem Red Alloy Ingot. Ich glaube, mittlerweile gehen auch die von. Jetzt muss ich gerade mal selbst. Von Project Red meine ich, ne? Von. Warte. Project Red, genau. Die müssten jetzt mittlerweile, glaube ich, auch gehen. Okay, gut zu wissen. Hat glaube ich, Baker so eingestellt. Ist gut zu wissen. Die werden ja ähnlich gemacht. Nur eben, kannst du die auch. Musst du nicht unbedingt hier Gregtex. Den, wo ist er? Hier Steam Smelter haben, sondern geht mit dem normalen Alloy Smelter von Thermal Expansion zum Beispiel. Ja, okay, aber wenn du mal guckst, diesen Red Iron Compound,
Das sind schon 8 Redstone und ein Eisenbarren. Red Iron. Obwohl, Iron. Über eine. Naja, es kommt eigentlich über das ganz gleiche hinaus. Das ging auch noch anders, glaube ich. Ah ja, gut, ist jetzt wurscht. Ja, auf jeden Fall. Dann brauchst du ja noch halt hier diesen Bronze Blast Furnace. Ich glaube, den solltest du ja kennen, ne? Ja, gut, also ich kenne das Ding ja. Ich meine, ich habe ja Baker und Tribolo auch ein paar Mal gesehen. Ja, okay. In der letzten Staffel. Ja, nur kurze Erklärung. Eisen, Kohle rein, Stahl, fertig. Genau. Ja. Gibt es das Interface, okay? Kannst aber noch ein bisschen erkennen, weil jetzt hier so ein kleiner Farbunterschied ist. Wenn man mal genau hinguckt. Ja gut, ich denke, das ist eher der Schattenwurf. Wenn ich nämlich hier so eine Fackel hin mache, dann... Ah ja, doch. Ja, nee, jetzt nee, ist es, ja. Egal. Okay. Gut. So, was wollten wir jetzt machen? Jetzt haben wir ja unten schon mal die erste EU-Energie. Würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem ersten Maschinchen an von Gregtec Strom. Warte, ich Electric mache sofort den. Gehe ich auch auf Automatic. Na? Oh mein Gott. So, jede Menge Trollfaces. Oh ja, wenn ich da ins Interface. Nee, also das macht doch gar keinen Spaß. Naja, das ist auch heute richtig lustig. Aber naja. Da brauchst du wirklich den Namen, um das Rezept gleich zu finden. Fangen wir mal mit dem Automatic E-Furnace an. Das. Automatic. So. Ich krieg schon einen Anfall. Automatic E-Furnace. Der braucht schon ein Circuit, ist ja normal. 2 Redstone und ein High-Pressure Steam Furnace. Okay, der High-Pressure Steam Furnace ist natürlich Stahlplatte, dann Furnace, Aluminium oder Ei. Also hier Maschinebox und dann eben Bricks. Ja, das wird lustig heute wieder. Warum? Ist doch nicht so schwer, oder? Sagen wir so, wir haben in der letzten Aufnahme, glaube ich, war das, haben wir mit Hängen und Würgen. Hier haben Geothermalgenerator und an der Plate Bending Machine gesessen. Okay. Der Geothermalgenerator war besonders lustig, weil der ja halt 2 Zellen braucht. Ah, ja, ich glaube, ich habe das gesehen, ja. War eine lustige Folge. Also danach, Crazy und ich waren euch am Arsch. Wir hatten schon keinen Bock mehr. Das glaube ich. So. Das waren 2 Bricks. Mein lieber Mann. Ja, wir haben schon gut gefahren. Also, ich meine, ich mag ja die Fratze, ne? Also hier, 9-Gag und sowas ist ja bestimmt auch ein Begriff, ja, ne? Ja. Ja, also da mag ich das, aber im Moment kriege ich gerade, also tut mir leid für den Ausdruck, aber ich kriege gerade das kalte Kotzen. Echt. Ja, nicht nur du. Boah, sogar die ganzen Barren und Platten, Porsche. Ja. Und hier sogar die Leaves. Oh Mann. Das Eisspray noch und hier ein bisschen Tee und so, Purple Drink. Ach ja. Big Aureus. Kein Kommentar. So, brauchen ein paar Stahlplatten. Den Circuit wird dafür, glaube ich, nicht gebraucht. Wo sind wir jetzt schon wieder? Unten. Ganz unten, bei der Plate Bending Machine. Wenn ich zu schnell bin, sag Bescheid. Nö. Ach, die Plate. Also, du machst jetzt hier die, Steam Plates. Ja. Und das Lustige ist, für manche Rezepte brauchst du halt diesen Integrated Circuit. Ja. Als ich das hier sehen habe, ich hätte auch trotzdem kriegen können. Zum Beispiel für... Oh. Ja, ah, ja. Hier Advanced Alloy zum Beispiel, brauchst du schon. Dann brauchst du einen für Standard Rails, wenn du Aluminium Watts hast. Integrated Circuit mit Konfiguration 6. Das ist das 2. Rezept. Ach. Hat Gregtec Moment. Bitte? Hat Gregtec auch ein Update bekommen? Warum? Weil jetzt macht er wirklich bei der Plate Bending Machine aus einem Barren eine Platte. Vorher waren 2 Barren eine Platte auch noch in der Plate Bending Machine. Ah, okay. Ja, dann wird Baker da was gemacht haben. Wow. Ja, der Mann ist nicht ganz untätig, ne? Ich meine, der hat ja auch hier das schöne Modpack. Och nein, nee. Was denn? Jetzt bitte nicht. Ich habe 12 Barren reingetan und der macht jetzt, glaube ich, gerade einen Block draus. Also ich sehe hier 3 Barren. Ja, ich hatte da 12 reingetan und 8 hat er verbraucht. Oder 9. Ja. Und dann macht er die dicken Platten, glaube ich, draus. Stimmt. Bei 9. Es sei denn, du hast hier den Circuit drin. Also das habe ich jetzt mal mitgekriegt.
Schauen wir mal. Jetzt bitte keine dicken Platten oder einen Block. Ja, werden wir es gleich mal sehen. Und. Jawohl, es ist eine Dense Iron Plate. Jut. Nee, da braucht er doch nicht mehr den Circuit für. Ich gehe nochmal neues Eisen holen. einen habe ich noch. Einen Barren. Ja, auch einen. Warte mal, habe ich noch mehr? Ich könnte mal gucken. Könnte sein, dass ich den noch aus der... Nee, habe ich nicht. Schade. Ja. Fängt schon wieder super an, ne? Tja. Das ist meistens so, ne? Mhm. Wow, jetzt müsstest du 8 zusammen haben, oder? Ah, okay. Ich kann auch hier diese Dense Iron Plate kann ich wieder schmelzen zu 8 Barren. Heute mal passt doch wunderbar. Ja. Hau ich mal gerade in den Redstone Furnace rein. 9 Barren meinte ich. Hm? Achso, hast du schon. Die habe ich schon rausgenommen. Oh, ich wollte gerade sagen, ey, der ist richtig flink, ja? Ja, das ist so eine blöde Angewohnheit von mir. Naja, macht doch nichts, macht doch. Nee, ich meinte den Furnace, der ist also flink ist. Ja, du auch, ja. Ja. Warten, jetzt kannst du dich mal entscheiden. Ja, beide. Danke. Ja, gern geschehen. So, wo ist denn jetzt schon wieder? Ich bin wieder oben. Ja. Ich bleib einfach mal hier auf dem Elevator stehen und mach einfach ab. So. Du kannst natürlich auch meine Hilfe irgendwie einfordern, ne? Also wenn ich dir irgendwas reichen soll. Hier Cola habe ich zum Beispiel oder hier 2 Strings könnte ich dir geben. Warte mal. Furnace? Steel? Ach. Ja. Gut. Das ist nass. Könntest du mir vielleicht mal gerade ein bisschen Wet Alloy geben? Wet Alloy, wo habt ihr das? Was müsst ihr? Oh, hab schon. Ja, haben wir nur noch 2 Stück? Wie viel haben wir in der letzten Aufnahme verballert? Alter. Oh, nicht frei. Ich kann natürlich auch ein bisschen Wet Alloy machen gehen. Ja, das wäre nett. Ja, warte mal, da brauche ich Eisen und Redstone, ne? Das war sogar, meine ich, von... Ups. Von Gregtag? Ja. Oder, ich bin gerade ein bisschen... ich bin gerade ein bisschen hinterher. Alles unten? Ja, ja, ist ein Barrel. Kannst du hier rausnehmen. Ah, okay, sehr schön, da ist es ja. So, jetzt habe ich das. So, jetzt muss ich bloß noch den richtigen Steam-Smelter finden. Ich mache dann schon mal ein paar... Platten wieder. Und ja. Hast dich schon wieder eingelebt? Ja, 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 also so mehr oder weniger. So, warte mal. Brass? Nee. Immer noch Brass. Aber freue mich echt, dass du wieder dabei bist. Hey, ich freue mich auch, ganz ehrlich. Glaube ich dir. Warte mal, ich muss jetzt so echt mal gucken, wie nochmal das Rezept geht. Red. So, die Kupferplatten sind fertig. Mache ich noch direkt Red Alloy Plates danach. Es ist Redstone Alloy. Hier, Red Alloy Ingot. Ja, warte super. Mal. Redstone Furnace, Induction Smelter, Iron und ach, Redstone. Jetzt kannst du natürlich mal die Red Alloy Plates in der Plate Bending Machine machen. Weiß ich gar nicht. Habe ich gerade nachgeguckt, du brauchst schon offiziell dafür den Sammelschnell, wie heißt der? Den Hammer. Anders geht das nicht. Hammer? Ja, der Hammer von Gregtag. Haben die Plätze machen. Weil vorher ging das Ganze ja über halt diesen Iron.